Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Octagon MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audidome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audidome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de. Pérová váha přinese na turnaji Octagon 38 velmi zajímavý česko-německý souboj. Jaroslav Pokorný nepřestává udivovat a i ve svém věku po velmi rozsáhlém zranění kolene má neustále zápasovou chuť na rozdávání. Dokázal porazit Štrbáka, Kuzníka, prehrál s Kozmom a Zejákom, takže zástup velmi kvalitních superov. Teď se Jukebox vrací na místo, kde se lámala jeho kariéra. V O2 aréně před 4 lety, po 5 výhrách v řadě, podlehl jiné legendě, Ivanu Buchingerovi. Od té doby nezažil v kleci pocit vítězství. A kde jinde by měl tedy hradecký oblíbenec nastartovat novou vítěznou šňůru, než právě tady. Soupeřem mu pro dnešní očekávaný večer bude Chan Aslaner. Aslaner má na svém kontě 8 vítězství, z toho 5x ukončil své soupeře pomocí submise. Pokorný je však jeho zatím jednoznačně nejtěžší soupeř. Bratr Ozana, který se představil před pár týdny v Ostravě, je rovněž obávaným a velmi nepříjemným bojovníkem německé scény. Jak si s ním poradí zkušený Jaroslav Jukebox Pokorný? Aslaner von den Paderborn Bombards. Ich muss mich da auch noch mal fürs letzte Mal entschuldigen, als sein Bruder Ozan Aslaner gekämpft hat. Da habe ich nämlich gesagt, er kämpft für das Zayato Gym Berlin. Natürlich ist er unter der Fittiche von Manager Amir Taremizat, aber er tritt an für die Paderborn Bombards. Und hier haben wir jetzt seinen Bruder Chan Aslaner. Wir sehen es hier nochmal, er hat seine ersten 5 Kämpfe durch Submission gewonnen. 63% Submission-Quote. Und für das, dass er hier vor 20.000 Leuten gegen einen Mann aus der Tschechoslowakei kämpft, ist er sehr gelassen, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das? Absolut. Wie gesagt, als ich ihn gefragt habe, Can, wie sieht's aus, willst du kämpfen? Er meinte sehr, sehr gerne. Ich meinte auch jetzt sehr bald. Er meinte 100%. Ich meinte, ich bin so heiß wie nie zuvor. Beim letzten Kampf konnte ich nicht zeigen, was ich drauf habe. Ich will reingehen. Ich will noch dieses Jahr einen guten Kampf machen. Ich habe total Lust. Er meinte, ich gehe rein und nach dem Kampf reden wir. Und dann sage ich dir, was ich gefühlt habe. Ja, ich habe auch heute noch mal die Gelegenheit gehabt, mit seinem Coach und Betreuer Alexander Dukic zu sprechen und habe ihn gefragt, hey, sag mal, wie habt ihr euch denn explizit auf diesen Kampf vorbereitet? Und er hat gesagt, Aslaner ist einfach ein Allrounder, aber sie haben an ein paar Dingen, gerade was das Boxen und das Ringen angeht, haben sie speziell noch mal gefeilt für dieses Match. Und wir dürfen also gespannt sein, wie er auf dieses Match eingestellt wurde, was er an seinen Stand-Up-Skills im Boxen noch mal verbessert hat, dass er hier heute Abend zeigen kann. Absolut. Da ist er schon im Käfig. Und hier sehen wir seinen Gegner Jaroslav Pokorný, der ist hier gleich wahrscheinlich mit einem großen Empfang hier in der Halle. Die tschechischen Fans lieben diesen Mann einfach, auch wenn er in der letzten Zeit die letzten 4 Kämpfe eben alle verloren hat. Aber er ist einfach ein Veteran in diesem Sport. Er betreibt das MMA seit 11 Jahren professionell, hat schon auf mehreren Kontinenten gekämpft, war in Russland bei ACB. Und lieber Amir, du weißt, was das heißt. Da hat man das absolute Who is Who und die wirklich gefährlichen Leute aus dem russischsprachigen absolut. Raum. Absolut. Die Halle, die bebt gerade. Wohnt er in Prag oder weißt du, wo er herkommt? Welche Stadt? Wenn ich mich nicht täusche, dann ist er aus Prag. Ja, aber es hört sich so an. Ja.
Der hat ja seinen letzten Kampf in Deutschland bestritten, soweit ich weiß. Letzten und vorletzten genau, gegen Octagon 33 genau, in Frankfurt. Super Kampf gewesen, ich war dabei und habe es gesehen. Die haben sich eine enorme Schlacht geliefert gegen Wieler. Und auch Ahmed Wieler werden wir heute später nochmal auf der Fightcard sehen. Denn der hat heute auch einen wirklichen Härtetest vor sich. Aber der wird hier nochmal gepusht von seinem Coach, bevor es zum Check-up von den Offiziellen geht. Da werden die Muskeln noch mal schön aufgeweckt. Aufgeweckt und durchblutet. Also ich hoffe, unsere deutschsprachigen Fans drücken Can Aslaner die Daumen. Und ich hoffe, wir haben einen guten Kampf. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, Aslaner ist ja bekannt dafür, dass er einfach ein technisch sehr, sehr hohes Niveau an den Tag legt. Und da dürfen uns auch alle Teilbereiche des MMAs freuen. Einige Fans sind auch angereist, die Can anfeuern. Ich glaube, das kann man hier nicht hören drin in der Halle, in der Arena bei 20.000 Zuschauern. Aber es sind einige Fans da draußen, die ich schon gesehen habe. Die drücken die Daumen. So, jetzt hat Pokorny noch mal ein bisschen Vaseline ins Gesicht bekommen. Das macht man, damit eben die Schläge ein bisschen besser am Gesicht des Kämpfers abgleiten und damit es nicht diese fiesen Kampfverletzungen im Vorfeld gibt. Wir möchten ja natürlich spektakuläre Kämpfe und interessante Knockouts haben, aber es muss auch an die Gesundheit der Kämpfer gedacht werden. Und natürlich auch, dass man die Kämpfer während dem Match länger im Spiel halten kann. Und das ist halt eine gute Maßnahme, um das beides unter einen Hut zu kriegen. Hier haben wir beide im direkten Vergleich. Beide sind ähnlich groß. Pokorny ist 8 Jahre älter, das Gewicht ist so gut wie identisch und auch die Quoten sind sehr, sehr ausgeglichen. Aber Aslaner der leichte Favorit. Ladies and gentlemen, our next contest is featherweight bout. It is scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in charge of this bout is Gert Richter. Let me introduce you, both fighters. And we will start in the blue corner. He is 29 years old, stands 177 centimeters tall, weighted in at 66 kilo. Represents Paderborn Wombats, and the coaches in his corner are Moritz Decker, Alex Djukic, and Paul Urbanik. Professional record of 11 fights, 8 wins, 5 submissions, and 3 losses. Fighting out of Germany, Can Aslaner! In the red corner, he is 37 years old, stands 174 centimeters tall, weighted in at 66.3 kilos. Represents Asa Hradec Králové, and the coaches in his corner are Patrik Kincel, Jan Maršálek, and David Dvořák. Professional record of 25 fights, 14 wins, 10 losses, fighting out of Czech Republic, Jaroslav Čubák Pokorný! Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times. Also beide sehen extrem fokussiert und ja, bissig aus. Ja, gut durchtrainiert, also, man sieht es. Schöner Stare und sowas macht Laune zum Zuschauen. Und Jaroslav Pokorny, wir haben es eben angesprochen, beziehungsweise es wurde angekündigt, auch ein Schützling von Octagon-Mittelgewichts-Champion Patrik Kinzel. Beide hier im Clinch, Aslaner hat die beiden Underhooks. Oh, schöner Hüftwurf hier von Pokorny. Er hat jetzt hier erstmal die Oberlage, aber Aslaner arbeitet sich in die Halfguard zurück. Can Aslaner kann von der Rückenlage auch gut arbeiten. Ich denke, er fühlt sich da wohl. Ja, als Luther Livre Schwarzgurt hat er da, glaube ich, keine Probleme damit, seinem Gegner Sorgen mit Submission-Ansätzen zu bereiten. Aber er muss auf das Ground and Pound hier von Jaroslav Pokorny aufpassen. Definitiv. Auch jetzt direkt in der ersten Runde unten zu liegen, ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, was passiert. Ja. Aber ein erfahrener Kämpfer sollte damit umgehen und versuchen,
seine Position zu verbessern. Pokorny kommt hier immer wieder mit Körpertreffern, mit diesem kurzen rechten Haken. Aber er schafft es noch nicht so wirklich, seine Position zu verbessern. Also die Guard, das Guard-Game von Aslaner gefällt mir hier bislang ganz gut. Er ist zwar in der Unterlage, aber er hat keinen wirklichen Schaden genommen, bis auf ein paar kurze Körpertreffer. Jetzt muss er aber auf die Ellbogen von Pokorny aufpassen. Aber auch hier hat der Pokorny wieder an sich gezogen und drückt hier den Kopf von Pokorny von sich weg. Pokorny versucht natürlich, ihn am Cage zu halten. Die Camper sind gerade einen Meter von uns entfernt. So macht Spaß, so kann es bleiben. Ne? Steigt. Ich versuche nur nicht laut zu werden und zu schreien. Aslaner gefällt mir hier ausgesprochen gut, weil er eine mobile Hüfte hat, mit der er seinen Körperschwerpunkt verlagert und sich immer wieder eben Platz schafft aus der Unterlage. Damit er seinen Gegner nicht einfach auf sich drauf sitzen hat, sondern damit er eben selber aus der Unterlage auch arbeiten kann. Das ist mühselig, aber er hat das bislang gut hingekriegt. Jetzt kommt hier ein kurzer Ellbogen von Pokorny. Pokorny arbeitet gut von oben, macht viel Druck. Hält Jan Aslaner unten. Pinnt ihn gut, versucht ihn am Käfig zu halten. Ja, jetzt versucht er sich hier rauszudrehen. Ja, Pokorny scheint eine sehr gute, schwere Hüfte zu haben. Oh, da kommt schon der Armbar-Versuch von Aslaner. Aber Pokorny blockt das Ganze hier bislang gut. Und das ist natürlich auch immer das Risiko, was man als Kämpfer eingeht. Wenn man den Armbar versucht zu holen, dann gibt man eben, wenn der schief geht, auch seine Position auf und hat den Gegner dann plötzlich irgendwie in der Turtle-Position oder in der Side-Mount. Das ist natürlich ein hochverzinster Spaß, den man sich da gönnt. Und er hebt ihn auf und slammt ihn. Oh. Ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass Aslaner hier nicht auf den Kopf gefallen ist oder dass seine Schulter da keinen Schaden davon genommen hat. Oh, ich sehe, dass Jan Aslaner gerade einen Cut hat. Ja. Ich sehe an seinem rechten Auge einen Cut. Blutet schon. Und dann ist es natürlich umso fieser, dass er in der Unterlage ist, weil dann läuft das Blut ins Auge. Aber für einen erfahrenen Mann wie ihn sollte das nicht das erste Mal sein, dass er mit so einer Situation konfrontiert ist. Also beide Kämpfer arbeiten hier ganz gut, aber es ist noch etwas zu wenig Wirkungstreffer. Es sind zu wenig wirklich starke Akzente, die sie hier beide hätten setzen können. Und wir haben noch 90 Sekunden circa in der Runde. Jetzt kann sich Pokorny hier auflehnen. Hat jetzt hier eine Hand am Boden, mit der er sich abstützen kann und kann eventuell einen Choke ansetzen. Aber er arbeitet hier mit Ellbogen weiter. Die sitzen. Und jetzt ist hier eine gute Position für ihn. Er hat den einen Arm eben gefangen, nimmt damit auch Aslaner seine Verteidigungsmöglichkeiten. Aber der ist jetzt hier so gut wie in der Full Guard zurück. Jans Cut scheint unter dem rechten Auge zu sein, also seitlich, rechtsseitig. Scheint nicht zu groß zu sein. Ich hoffe, das behindert ihn nicht zu sehr im Kampf. Er verteidigt hier gut, aber Pokorny macht wirklich gut Druck aus der Oberlage und drückt seinen Gegner hier an den Cage fest, nutzt seinen Kopf auch effektiv. Jetzt kommen wieder die Ellbogen von oben. Ja, er muss versuchen, seine Position zu verbessern. Am besten irgendwie auf die Knie hochzukommen. Aber Pokorny hat eine Menge Druck. Ja. Der drückt Jan ziemlich, ziemlich schwer und hart gegen den Cage. Ja, seine Top-Position, also seine Top-Position ist hervorragend. Jetzt kommt er aber hoch. Da muss er sich rausdrehen jetzt. Da muss er raus, ansonsten wird er gleich direkt wieder geworfen. Pokorny hat den Bodylock. 10 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Pokorny hat den Bodylock, aber er setzt nicht mehr zum Takedown an. Die erste Runde ist zu Ende. Ja. Also Jan und Pokorny waren direkt genau bei uns am Cage. Ja. Ich muss sagen, meine Hände schwitzen. Ich kann nicht reinrufen, ich kann nicht sagen, ich muss zugucken. Und natürlich ist es halt, ja, es ist schwer, wenn einer der Lieblingskämpfer in der Unterlage ist und 5 Minuten lang am Cage gepresst wird. Natürlich. Pokorny hat einen super Job gemacht, muss ich sagen. Er hat Jan gut gepinnt, hat von der Oberlage gut gearbeitet, gute Ellbogen geschlagen, hat Schaden zugefügt, hat Jan einen Cut zugefügt. Ja, wir sehen es hier gleich nochmal im Replay, was für Treffer er da gesetzt hat. Hier sehen wir nochmal den Hüftwurf von Jaroslav Pokorny, mit dem Aslaner, glaube ich, nicht gerechnet hatte, aber schön durchgezogen hier von dem Tschechen. Aber er hat eben die Position gut halten können und
Er hat einen guten Job darin gemacht, eben Aslaners Stärken zu unterbinden, dass der sich gar nicht erst wirklich entfalten konnte. Ja, absolut. Es ist natürlich kein besonders unterhaltsamer Kampfstil, wenn man den Gegner einfach die ganze Zeit am Cage und am Boden festpinnt. Aber mal sehen, wie Can die erste Runde Nebenkämpfe. Ja. Genau, mal sehen, wie Can die erste Runde überstanden hat, wie er in die zweite Runde reinkommt und wie Pocon jetzt wie viel Körner er gelassen hat. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass er gar nicht groß viel Schaden in der Runde genommen hat. Also hier wieder. Ja, die erste Runde ging an Pocconi. Ja, auf jeden Fall. Muss jetzt mehr arbeiten, bessere Treffer setzen. Also Pocconi in der schwarzen Hose, in der Rechtsauslage und Can Aslaner aus Deutschland in der weiß-gelben Hose, in der Linksauslage. Der hält sich Pocconi jetzt hier etwas mehr an der Außenseite vom Cage. Oh, schöner Konterhaken hier von Aslaner. Und ich glaube, da haben die Cutmen oder Cutwomen einen guten Job in der Rundenpause gemacht, denn der Cut an Aslaners Auge sieht schon wieder gut zugepflastert aus hier. Can versucht die ganze Zeit Druck nach vorne auszuüben. Hoppa! Jetzt hat er den Rücken hervorragend gemacht hier. Oder er hat den Rücken noch nicht ganz. Jetzt hat Pocorni hier gerade noch das Bein bekommen. Schwierige Pocorni Situation. Die Top-Position übernommen. Schwierige Situation jetzt für Aslaner. Weil jetzt ist Pocorni an den Beinen vorbei, kann sich hier besser schwer machen, kann sein Gewicht nutzen. Can muss aufpassen, dass er jetzt nicht wieder an den Cage gedrängt wird. Ja. Weil da ist die Position, wo sich hier aus der Pocorni wohlfühlt. Vorsicht, das sieht schon, sah gerade schon nach dem Setup für den Darth Choke aus. Sobald er da mit dem linken Arm an den Hinterkopf gekommen wäre. Aber den Versuch hat Pocorni wieder aufgegeben. Er weiß natürlich auch, dass Aslaner ein Bodenspezialist ist. Und er versucht statt Würger und Chokes jetzt einfach hier mit Ground and Pound und solider Top-Position, indem er die Position halten kann. Jetzt wieder zurück in der Full Guard. Da hat sich Aslaner gut zurückgearbeitet. Muss aber auch von hier einfach schauen, dass er etwas aus der Situation machen kann. Der Referee ermahnt die Kämpfer schon, dass sie mehr Action zeigen müssen. Und postwendend. Da fallen die Ellbogen wieder. Pocorni hat durch diesen Cut, den Aslaner gerade, durch diesen Ellbogen, den Aslaner gerade aus der Unterlage rausgeholt hat, hat Pocorni jetzt einen Cut an der Kopfseite. Also mit einem Ellbogen aus der Unterlage einen wirklich fiesen Cut geöffnet hier. Und damit macht Aslaner gerade weiter. Damit kriegt er ihn vielleicht nicht K.O., aber wenn das fies blutet, dann kann es gut auch sein, dass der Ringarzt den Kampf dann abbricht, wenn der Cut weiterhin aufgeht und größer wird. Und hier sehen wir dieses klassische Grip-Fighting, das nicht nur geschlagen wird in der Guard, sondern dass es eben auch um die Kontrolle der Hände geht, wenn man in so einer Position ist. Aber ich denke, Can müsste jetzt versuchen, rauszukommen, aufzustehen, weil er gibt die Runde ab. Ja. Und absolut. In der Unterlage. Oh. Er versucht immer wieder das Triangle-Setup. Er lauert förmlich darauf, um eine Triangle oder einen Armhebel aus der Unterlage anzusetzen. Es kommen gute Ellbogen von Can aus der Unterlage. Er trifft Pocorni ganz gut. Was ziemlich schwer ist, beide hauen sich gerade Donkey Kong-Style gegen den Kopf. Pocorni scheint auch zu bluten am Kopf. Ja, das ist der Cut. Schön die Ellbogen von unten. Das ist der Cut, den er wegen dem Ellbogen aus der Unterlage hat. Und das sieht gute wirklich, Ellbogen von Can gerade. Das sieht gute wirklich nasty aus. Also dieser Cut ist, glaube ich, erstaunt. Das ist riesig. Ich sehe es jetzt gerade. Ich sehe gerade eine Menge Blut gerade. Beide sehen aus wie mit der Ketchupflasche überströmt. Ich glaube, Can hat gerade einige gute Ellbogen gesetzt und hat Pocorni ganz schön gecuttet. Der Cut ist riesig geworden an der Kopfseite von Pocorni. Also da haben die Ellbogen von Can wirklich gut reingeschnitten. Holla die Waldfee. Wenn er aus der Unterlage so viel Schaden zufügt, dann... Oh, der Cut ist riesig. Es blutet ziemlich. Boah, das sieht wirklich fies aus. Aber Pocorni macht echt unbehelligt weiter. Den scheint das nicht zu jucken. Ich glaube, die Zuschauer sehen gar nicht, was für ein Riesencut gerade an Pocorni Stirn ist. Ja. Can hat aus der Unterlage mit den Ellbogen einen großen Cut an Pocorni Stirn. Und jetzt sind es sogar zwei Cuts, wenn ich mich nicht täusche. Einen auf der rechten Seite und einen auf der linken Seite. Also,
Ehrlich gesagt, würde es mich nicht wundern. Ganz viele Ellbogen, die gerade fallen. Oh, Wahnsinn. Diese Ellbogen aus der Unterlage, damit unglaublich. Öffnet unglaublich. Der einen Kampf nach dem nächsten. Ich würde es ehrlich gesagt nicht mal wundern, wenn der, wenn der Ringarzt das in der Rundenpause abbricht, weil die Cuts einfach zu groß sind. Es sei denn natürlich, die Cut-Leute kriegen das wieder zusammen, aber das ist eben an der Kopfoberseite saumäßig schwierig. Also es sieht aus, als würde Pokorny für den Zuschauer, dass er gerade die Oberhand hat, aber es ist gar nicht so. Wenn man es hier sieht, Jan hat gerade mit seinen Ellbogen so harte Treffer gelandet. Richtige Wirkungstreffer, ja. Absolut. Damit hat er halt Schaden gemacht. Und die Frage ist, wie groß sind die Cuts an Pokornys Stirn? Und kann er damit in die zweite Runde, in die dritte Runde rein? Ja. Der Ringarzt ist gerade schon bei Pokorny in der Ecke und sieht sich seine Cut-Verletzungen an. Pokorny scheint ganz schön müde zu sein. Beide Kämpfer haben sehr viele Körner gelassen. Das war hart gewesen für beide. Puh. Cut ist direkt am Stirn, an der Stirn. Zwei Cuts. Ich sehe zwei Cuts. Einer auf der rechten Seite, einer auf der linken Seite. Aber die sind auch wirklich groß. Deswegen blutet das natürlich auch so stark. Also jetzt von der nahen Perspektive sieht man, dass Pokornys Cuts teilweise viel größer sind als bei Jan Astana. Sehen wir uns das nochmal an hier im Replay. Hier haben wir nochmal den Austausch im Stand-Up. Gute Führhand von Pokorny. Und ich hoffe, wir sehen gleich nochmal diese fiesen Ellbogen. Hier war nochmal die Hammerfist. Also diese Philipp, was meinst du? Dass ein Kämpfer, der aus der Unterlage viel Schaden zufügt, auch die Runde für sich entscheiden kann? Oder ja, das ist schwierig, weil natürlich nicht nur die Wirkungstreffer bewertet werden, sondern natürlich auch die Gestaltung des Kampfes. Ja, wer diktiert den Verlauf des Kampfes? Und dann ist natürlich die Frage, wie man das gewichtet. Ich meine, Pokorny hat natürlich das Kampfgeschehen sozusagen, hat er taktiert, hat er dominiert, er hat bestimmt, wo der Kampf stattgefunden hat. Aber in der Runde hat jetzt Aslaner die deutlich besseren Wirkungstreffer gesammelt. Und die sehen beide immer noch aus, als wären die gerade mal durch eine Folterkammer gelaufen. Absolut. Irre. Also die sind komplett wie... Normalerweise wird ja das Blut in den Rundenpausen immer abgetupft. Schwierig. Pokornis Cut ist wieder offen. Das Blut läuft runter. Jan ist aggressiv. Er geht nach vorne. Er kam mit einem guten Kick an. Pokorny versucht, ihn wieder auf den Boden zu kommen. Jan sollte nicht versuchen, die... Ja, und da kommen wieder diese Ellbogen. Die Ellbogen sind wieder die da. Die donnern wie sonst was auf die Schädeldecke von Jaroslav Pokorny. Die dritte Runde beginnt mehr oder weniger wie am Ende der zweiten Runde. Pokorny wieder in der Oberlage. Übt sehr viel Druck auf Jan Aston aus. Jan versucht, mit den Ellbogen Schaden zuzufügen. Was ihm noch gelingt? Pokornys Cut blutet extrem. Ja. Aber es ist ihm eben, abgesehen von den Ellbogen aus der Unterlage, noch nicht gelungen, hier die richtigen Akzente zu setzen. Muss man fairerweise sagen, Pokorny hat jetzt auch noch nicht so dominant ausgesehen in der Oberlage. Er hat seine Position noch nicht wirklich verbessern können. Aber jetzt ist er gerade an den Beinen vorbei. Oder zumindest an dem einen Bein. Das andere Bein ist noch gefangen und noch ummantelt von Aslaner. Und jetzt versucht Pokorny hier weiter Schaden zu machen. Möglicherweise gelingt dir der Sweep, aber zurück. Beide Kämpfer scheinen ziemlich müde zu sein. Die haben in den letzten zweieinhalb Runden eine Menge Körner gelassen. Jetzt kommt eine harte Hammerfist von Pokorny. Für Jan heißt es jetzt in der letzten Runde, ich denke, der müsste jetzt alles in den Topf schmeißen, versuchen, alles rauszuholen, einen Punktsieg zu erlangen. Ich weiß nicht, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Vor allem aber bei Pokorny in Prag, der Lokalmatador. Da müsste Jan Astana jetzt versuchen aufzustehen, den Kampf noch umzudrehen. K.O. das Submission, sonst wird das nichts mehr. Aber er ist einfach schon sehr müde durch diesen anstrengenden Druck aus der Oberlage, den er jetzt hier zwei Runden lang erdulden musste. Absolut. Und das zieht natürlich auch einfach die Kondition. Jeder hat einen Gameplan, wenn er in den Kampf reinkommt, aber manchmal läuft einfach alles anders. Und da muss man versuchen, auch mit den tiefen Gewässern klarzukommen und versuchen, keiner kann dir helfen drin. Wie schon Mike Tyson gesagt hat, jeder hat einen Gameplan, bis er mal eine fängt. Bis er mal einen Schlag in den Kopf kriegt. Ja. Jetzt hatte Pokorny hier mal kurzfristig die Möglichkeit, vielleicht an der Guard vorbeizukommen, als er mal etwas weiter aufgerichtet war, aber hat es nicht nutzen können oder wollen. Es ist natürlich extrem schwer jetzt. Beide Kämpfer bluten extrem. Ja. Die sind ziemlich weiß gebadet. Es ist schwierig, einen Grip zu halten. Und jetzt Pokorny in den Rücken lang. Hat er hier den Rücken. Muss jetzt hier versuchen, die Position. Ja, kriegt ihn wieder in die Half Guard.
Und Aslan, er versucht wieder mit der Hammerfist aus der Rückenlage. Also ich war echt überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass der mit ein paar Ellbogen aus der Unterlage so einen Schaden machen kann, dass das Bocconi dann so aussieht, als hätten die sich 5 Runden lang im Stand geschlagen. Also das ist schon beachtlich. Aber es sieht halt auf dem Punktrichterzettel einfach leider schlecht für ihn aus wahrscheinlich. Ne? Das sieht auf jeden Fall nicht sehr gut aus wie Jan Aslan auf dem Punktrichterzettel. Jetzt arbeitet er an dem Sweep. Schafft es vielleicht, ihn rüber zu drehen. Oh. Knapp 80 Sekunden noch in diesem Kampf. Vielleicht gelingt ihm noch die Sensation und er kann die Submission ansetzen, aber beide Kämpfer sind natürlich schon sichtbar erschöpft. Ich denke auch, wenn man Luther Livre Schwarzgurt ist, auch wenn man extrem gut ist auf dem Boden, Experte ist, ist es schwierig, unter diesen Bedingungen in der letzten Runde, in der letzten Minute noch Submission zu erlangen. Jetzt in der Deep Half Guard. Geht hier auf den Beinhebel oder auf... da wird es nochmal gefährlich, aber Bocconi blockiert gut. Ja, überschlägt die Beine hier. Ja. Natürlich ist es auch sehr, sehr, sehr spitzig und die Spitzen extrem schwierig. Durch den Schweiß und das ganze Blut, da wird es natürlich noch umso rutschiger. Da kann man nicht besonders gut. Das hat ein bisschen ansetzen, aber jetzt der Heel-Hook. Das wäre eine Sensation. Wäre die Sensation, aber er muss die Ferse gescheit unter die Achsel bekommen. Ich würde es ihm gönnen, aber schwierig, das umzusetzen. Sehr, sehr schwierig. Jetzt hat er eigentlich die Möglichkeit... 20 Sekunden in dem Kampf noch. Jetzt hat er eigentlich die Möglichkeit, das linke Bein von Bocconi noch mal zu extrahieren. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr. Die Trainer rufen rein, 15 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden laufen. Ich glaube, da fehlt die Kraft einfach. Ja. Da fehlt die Kraft. Ja. Beide Kämpfer sind total fertig. Da fehlt die Kraft. Und wenn man schon so viel Schaden genommen hat, dann kriegt man diese... komplexen Submissions wie den Heel-Hook eben auch nicht mehr so ganz zusammen koordiniert, aber absolut schwierig, das noch umzusetzen. Ich glaube, der Gameplan hat nicht funktioniert, weil Bocconi einfach, es ist manchmal so, du kommst in den Kampf rein, wie gesagt, der Kampf gestaltet sich ganz anders, als man sich das vorstellt. Ich glaube, wahrscheinlich wusste auch Bocconi nicht, worauf er sich einlässt, dass er beide liegen gerade auf dem Boden total, also wirklich, wie sagen die Engel, exhausted, die sind fix und fertig, weil ich komplett verstehen kann. Müde Krieger im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sehen es nochmal, der Single-Leg-Takedown von Jaroslav Bocconi. Und es war, wie du es vorhin angedeutet hast, es war ein Arbeitssieg. Ja? Absolut, absolut. Was anderes konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieser Kampf, beide wollten es und beide haben wirklich, man kann eigentlich sagen, beide haben wirklich alles im Käfig gelassen. Ja. Und wahrscheinlich schade für Jan Aslaner. Ja, ich denke auch, der hätte mit Sicherheit gerne mehr gezeigt von dem, was er kann. Aber wenn man dann natürlich die ganze Zeit geworfen und gepinnt wird und ein Gegner mit guter Top-Kontrolle, dann ist es halt schwierig, da was draus zu machen. Ne? Und hier sehen wir nochmal den Kampf im statistischen Vergleich. Ja, großen Respekt an Bocconi. Jaroslav Bocconi hat Jan Aslaner gut gepinnt, hat gut ihn am Boden gehalten, hat seine Hüfte schwer gemacht, hat ihn versucht, keinen Raum zu lassen, aufzustehen. Dadurch konnte er halt die Runden mehr oder weniger für sich entscheiden. Ja. Und das wertet natürlich wahrscheinlich diesen Kampf mehr als die Schäden, die Jan durch seine Ellbogen entstehen lassen hat. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, let's see how the judges score this fight. 30-27, 30-27 and 29-28. All for the winners coming from the red corner, Jaroslav Jukebox Bocconi. Jardo, ještě jsem tady. Byť se mi zdá, že se ti nechce do toho rozhovoru. Es scheint, dass du keine Lust auf ein Interview hast. Habe ich nicht, aber ein Profi ist ein Profi. Das war ein schwerer Kampf. Wir hatten das Gefühl, dass du ziemlich sicher zu einem Sieg gehst. Ja, das dachte ich mir bis in die 3. Minute, aber dann weiß ich nicht, was passiert ist. Ich hatte keine Energie mehr, dabei hatte ich genügend trainiert. Ich bin zwar Profi, aber ich arbeite auch. Ich kümmere mich um meine Tochter. Das heißt, es ist zeitlich sehr anspruchsvoll mit dem Training. Ich grüße Patrick Ginzel, der momentan in Oman sich in der Sonne liegt. Heute habe ich endlich gewonnen, nach einiger Zeit. Ja, ich werde
dich an das erinnern. Es war, du hattest viele Probleme mit deinem Bein. Du hattest wirklich gesundheitliche Probleme. Aber du hast jetzt endlich wieder gesiegt. Das ist super. Ich gratuliere dir, mein Freund. Du arbeitest, du kümmerst dich um deine Tochter und du bist ein fantastischer Kämpfer. Ich möchte auch euch allen danken und ich möchte euch Haters allen sagen, die, dass ihr zwar recht habt, dass ich schon älter bin, aber das macht nichts aus. Und ich grüße auch alle meine Freunde und meiner Familie und meinen engsten Freunden. Ihr seid der Grund, warum ich das mache. Genießt den Abend. Vielen Dank. Heute schon eine der legendären Persönlichkeiten der hiesigen Szene. Danke. Jaroslav Čubok, Pokorný. It's official. Next year, the welterweight tournament will happen. The Tipsport Game Changer. On March 4th in Ostrava, we return to the place where the best Octagon tournaments are held. This is the biggest thing ever to happen to Octagon. With a special atmosphere that you have to experience to feel it for yourself. This has been a night that will go down in history, will be remembered forever. The toughest city in the Czech Republic will host the opening round of the Octagon Tipsport Game Changer Tournament. 16 elite warriors from all over Europe will compete for their share of 1 million euros. Ostrava will ignite once more as we welcome Hungary's number one fighter. One of the most experienced, just one of the highest fight IQs. Mate Kurtis, the German warrior. Oh, body shot, the dick to the body, heavy right. Christian, well, the Celt Youngler. The Brazilian Predator. Apollo Silva. The Serbian Prometheus. Oh, that's him. That is hurting, this could be... Bojan Velkovic, the middleweight champion. Oh, look at this! Patrick Kinzel, the German superstar, Christian Eckerman. Fighting out of Ostrava, the one and only... Oh! David Kosma, plus many other elite gladiators from across Europe. Coming on 4-3 in the Ostrava Arena. Tickets available on Ticket Portal. Give the gift of adventure.